und herzlich willkommen zu einer gechillten Runde Minecraft PvP Survival Games auf dem Server, Modern Minecrafter Server halt, ne? Ja, das ist mein erstes Video auf dem Channel Crafter HD. Was ich hier vorhab, erzähle ich euch im Laufe der Runde, ja. Ich muss mal, ja, gut, in 20 Sekunden geht's los, ich gehe mal kurz in die Optionen. In die Grafikeinstellung. Jo. Okay, in 5 Sekunden geht's los. Alles klar, wir rennen nach vorne, holen unsere Kiste und laufen an meine Route. Kleiner Fehlstart, glaube ich. Oh, jetzt habe ich einen Apfel bekommen, obwohl da Diamanten in der Kiste war. So muss das. Ja, jetzt wird man gleich wieder geschlagen hier auf der Leiter. Das. Oh, jetzt läuft schon wieder ein Typ meine Route, ey. Nee, doch nicht. So. Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen krank und trotzdem nehme ich auf. Das nennen wir nochmal Vorbild und so. Übelstes Kratzen im Hals, zum Kotzen. Ja gut, schon mal eine Steinaxt. Besser als nichts. Oh, die gehen in das Gebäude rein, da brauche ich gar nicht mehr reinzugehen. Alles ja, alles klar. So, geht weg von mir. Bitte. Der hat ein Steinschwert, das weiß ich. Und trotzdem ist er down. Ja! Fängt ja schon mal super an. Komm, SSS. Schon habt ihr die Kiste. Egal, ich habe schon ein Steinschwert, aber Essen nehme ich mit. Tja, ich glaube, sein Leben war nicht ganz regeneriert, aber okay. Oh, so kratzt im Hals ist übel, ey. Oh, 2 XP-Bottles. Oh, wie Pro. Jetzt muss ich es nur noch richtig nutzen. Vielleicht bekomme ich ja gleich ein Level raus. Oh lol. Halbes, ein bisschen mehr als halbes Level. Ich brauche ein Level, ey. Dann verzauber ich erstmal ein Steinschwert. Eisenschwert bekomme ich sowieso nicht, das weiß. Tschüss. 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 Nein. Nein. Tschüss. 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 Oh, bitte lass mich in Ruhe, ey. Ohne Scheiß. Boah, was kratzt denn im Hals, ey. Unglaublich. Egal, jetzt habe ich schon mal ein bisschen gute Rüstung. Und die Kiste ist noch nicht leer. Ja, war richtig, glaube ich. Krass. Oh Mann. Gut, dann gehen wir mal hoch. Das ist eigentlich die übelste Pro-Route, die ich immer nehme. Auf der Map hier gewinne ich da fast immer. So, wenn die Kisten oben noch nicht leer sind, habe ich gewonnen. Und sie sind leer. Aber wer weiß, vielleicht ist die hinter dem Haus ja noch nicht leer. Vielleicht hat man ja mal Lack und so. Nein, man hat natürlich keinen Lack. So, Goku! Oh Gott, das wird ja wieder eine Runde hier. Ja gut, dann fange ich jetzt mal ein bisschen an zu erzählen, was ich hier mache und so. Ja, ich habe vor, auf diesem Channel, eine Crafter HD, habe ich vor, Minecraft PvP Videos zu machen. Später vielleicht auch mehr, aber erst Minecraft PvP Videos. Sowas in der Art wie, hier Survival Games, auch mal die richtigen originalen Hunger Games, Oh, das ist ja... Nee. Hustenreiz hier. Ja, Mine War hier, Gun Games und sowas, wer es kennt. Ja, solche Sachen halt. Also, Trouble in Mineville, alles was halt mit PvP zu tun hat und ich weiß nicht. Ich glaube, der Server laggt gerade. Ja, der Server laggt. Aber naja, das sollte mich nicht aufhalten. Ich weiß, ich laufe jetzt hier planlos ein bisschen herum, aber ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen was zu metzeln hier. Ja, also, Punkt hier, Minecraft und so, und der Server laggt und verdammte Scheiße. Ja, gut, Ach, mach schnell was trinken. So. Ja, und wann die Videos so kommen. Das ist jetzt schon mal so der nächste Punkt.
Ich habe mir nicht fest vorgenommen, also ich weiß, was heißt nicht fest vorgenommen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, 3 bis 4 Videos in der Woche hochzuladen. Weil, ja, da gibt es halt so Gründe für und so, ne? Nein, Spaß. Also, ist halt so, ich habe jetzt die 16K-Leitung. Ist jetzt nicht die beste, ist jetzt nicht die schlechteste. Da gehen wir nicht hin. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe natürlich noch andere Mitbewohner in meinem Haus, die Internet benutzen. Und ja, die werden sehr schnell aggro, wenn das Internet mal langsam ist. Ja, und aber ich denke mal, 3 Videos in der Woche, das ist auf jeden Fall machbar. So, jetzt killen wir ein paar Schweine, dass wir vielleicht fast ein Level haben. So. Komm schon. Alter, du dreckiges Schwein, ne? Ja, gleich hab ich's. Wenn ich jetzt nicht gekillt werde, ne? Alter, ich hatte aber auch Glück mit den 2 XP-Bottles. Finde ich jetzt ein Tier hier irgendwo? Nee. Optifine hilft auch nicht. Jetzt gehe ich mal hier gucken, ob die Kiste schon leer ist. Die übersehen auch viele Leute. Ups. Wo ist? Da. Da ist die Treppe. So, jetzt gehen wir da hinten in die Ecke rein. Vielleicht ein Bogen wäre natürlich Pro, Pro, Pro. Ne, aber der Server laggt gerade ein bisschen. Wie gesagt, ne? Habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich. Oh, das mit den Husten ist ja unglaublich, ey. Ja, die wird wohl schon. Ja, war ist ja klar. In Häuser, wo Türen offen sind, gehe ich eigentlich schon gar nicht mehr rein, weil da weiß ich einfach, dass alles geplündert ist. So, jetzt brauche ich ein Tier. Komm schon, bitte. Ein Tier oder noch ein XP-Bottle? Noch ein XP-Bottle ist sehr unwahrscheinlich, deswegen brauche ich ein Tier. Komm schon. Was mache ich mit dem Sapling, Alter? Oh, kann ich gar nicht. Aber er ist weg. Nee, doch nicht. Komm schon, ein Tier. In den Häusern hier guckt eigentlich auch fast niemand, nein, dann fast keiner nach. Aber scheinbar sind hier die Türen auch auf. Ich bin hier echt nicht mehr so vertraut mit Schaltern, ey. Was man hier alles erlebt, ey. Shivere. Yeah, Server lag weiter. Wie ich auch immer zu den günstigsten Zeitpunkten aufnehme, ne? Das ist unglaublich. Verdammte Scheiße, jetzt gehe ich mal so in die Richtung, wo mehr Gras ist. Vielleicht finde ich da noch Tiere. Boah, ich bekomme gleich wieder eine Hustenattacke. Oh. Die hat schon natürlich schon jemand. Komm schon, ein Tier! Wenn es ein Huhn ist oder so. Seht ihr hier Tiere, verdammte Scheiße? Nein! Okay. Ja. Ja, ich würde sagen. Oh mein Gott. Das war's dann mit der ersten Runde Hunger Games. Ich hoffe mal, das waren dann genug Informationen. Ja. Und das war jetzt nicht der schönste Tod, aber okay. Oh, Leute, Leute, Leute. Oh, was ein Tod. Na gut, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, das waren jetzt erstmal genug Informationen für euch. Ja, und ja, dann ciao.